Und damit hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge der Süddeutschen Tour mit mir, der Max Wilsch. Heute sind wir in Ulm und ich habe nebenan einen Train-Tour-Kumpel dabei. Hi! Und er heißt? Lazar oder auch Marco. Marco, genau, ist gut. Also ich habe zwei Namen. Ja, gut. Ja, und heute versuchen wir mal was Schönes in Ulm zu kriegen. Leider ist es schon doof, dass momentan wegen Bauarbeiten der IRE 200, also IRE 20, nicht fährt wegen Bauarbeiten. Was sehr schade finde, weil das ist der einzige Regionalexpress oder Interregio Express, der 200 km/h fahren kann. Und somit auch von der RE1 zwischen, also R1 zwischen Nürnberg und Ingolstadt bzw. nach München der schnellste Regionalzug in Deutschland ist. Der andere, der RE1, ist nur, man kann maximal 190 km/h fahren, weil die doch so weit 190 km/h sind. Aber trotzdem, wir wünschen mir viel Glück, dass vieles kommt. Und ansonsten viel Spaß und wir legen los. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht.
darf ich führen und bei der Thank you.
das war's von diesem Video. Ich hoffe, hat euch diese Tour in Ulm gefallen. Es ist ein bisschen kurz, weil wir so vielleicht ein bisschen getrollt haben währenddessen. Ging leider ein bisschen schief, weil ja, er ist einfach abgehauen. Ja, und wir haben nicht mal einfach die Gelegenheit, ihn zu trollen, wirklich. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Tour ist Stuttgart an der Reihe. Morgen jetzt. Dann sehen wir uns damit morgen wieder. Und trotzdem, lasst gerne ein Abo und Like da. Schaut bei Ihnen auch gerne vorbei. Also, bis dann und ciao, ciao. Ist nicht der Ernst, eben.